Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2 mit mir, dem Tod und unserem neuen Duff, der jetzt auch wieder will. Ach Dortmund, schau mal, na sicher. Mal gucken, was macht unser Kollege denn? Der Mitarbeiter. Der ist auch noch krass. Ach ja. Oh, voll geil. Okay, der Schatten, den das macht, ist so geil. Nach dem Auftrag muss ich, glaube ich, mal die Bot rausschmeißen. Wegen den Schatten. Leider. So, bezüglich anderer Mods habe ich nicht viel gefunden, leider. Die mich interessieren. Natürlich problematisch. Wobei, wir gucken mal kurz, dass wir den Mod jetzt schon entladen. Weiß man mal sicher. Was denn? Belaste. Oh. Nee, aber dann können wir jetzt gleich in Ruhe fahren und dann sollte das auch nicht so ein großes Problem werden. Ich warte immer noch, wobei das könnte schwierig werden, wenn ETS ein offizielles Skinpack für Alibis rauspacken
Würde. Könnte das auch ziemlich teuer werden, weil die auch die Lizenzen brauchen und alles. Von daher wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber es wäre trotzdem cool. Fackeln mal gar nicht lange rum, machen wir direkt auf. Weil. Jetzt geht's nach Dortmund. Wir brauchen 4 Stunden. In 5 sollen wir Pause machen. Restzeit 19 Stunden. Ja, das geht auch. Das ist doch kein Problem. Ach ja, und wie geht's euch so? Mir geht's einigermaßen ganz gut. Was liefern wir? Ach, 11 Tonnen. Nein. Ach so, das ist ein Fahrzeug, was da vorne fährt. Ich dachte mir, kommt da gerade ein Schild oder was ist da los? Oh ja. Kann mich ja hier nicht Kreuzung stellen, ne? Habe ich die längste Zeit mal einen Schein gehabt? Oh, bleib schön grün. Jungs, ihr könnt auch ein bisschen schneller fahren, ne? Die Baustelle ist schon rum. Wenn ihr mich jetzt hier ausbremst, dann wird das ganz blöd enden wahrscheinlich. Ja. Oh, ich bin schon über Max. Uff, ist das. Warum komme ich näher, wenn ich 80 fahre, Junge? Oh ja, da habe ich so Bock drauf. Oh ja, unbedingt. Das unbedingt bitte.
Junge, du musst auch weiter blinken, ne? Ist schwierig, schwierig, schwierig. Das hätte auch echt teuer werden können. Wegen Fahren entgegen der Fahrtrichtung oder so. Überholverbot, 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 ich sehe es nicht. Ja, fahren entgegen die Fahrtrichtung. Der Fahrtrichtung. Da hätte ich. Wahrscheinlich, weil ich zu lange auf der Bahn war. Wäre besser gewesen, noch mal reinzuziehen, um dann noch mal rüber zu gehen, oder? Aber egal. Das Ticket hätte ich davor schon kassieren müssen. Da waren wir schon echt lange auf der Bahn. Ja, es regnet sich ja wieder stärker, aber wir fahren ja auch in Deutschland rein, von daher ist das eine große Kunst. Ach ja. Ja. Dann noch 2 Stunden. 19:20. Wir fahren noch einen Halt. Wollen wir uns auf die Grenze schlafen legen? Bei der Grenze. Ja, machen wir mal. Es regnet nicht mehr. Ich werde verrückt. Alter! Unfall verursacht? Ich muss doch auch auf die Bahn fahren, Junge. Hättet ihr auch mal besser schauen können, Freunde.